Der namenlose Held ist gemeinsam mit dem Shakanumbi-Jäger Ranapiri an der Schwertküste unterwegs, um den Tonka Tahana zu finden. Weiter geht's mit Ranapiri. Folge mir. Ja. Ach, Äffchen, komm. Komm, komm, komm. Ich suche gerade jeden Stress, den ich kriegen kann. Ah, das war ich ganz alleine. Maki-Bäre und Krallenaffe, also Kralle und Zähne. Oh, 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 oh. Ha, wir kämpfen zusammen. So, Ranapiri, du darfst auch mal einen Schlag setzen. Ah, es läuft gut gerade. Aber Vorsicht. Kralle, hier ist ein Poku-Pilz. Und eine Gaganuss. Oh, ein Jaguar. Gut, 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 gut. Oh. Böse Miezekatze. Ich finde ein Jaguarfell. Gut, Goldklee. Futter mal was. Kein Stress abzusehen, schade. Wir gehen. Hier habe ich Tahana zuletzt gesehen. Der Weg, das Gebirge hinauf, führt zum Friedhof. Aber Tahana wäre bereits zurück, wenn er dorthin gegangen wäre. Wenn du ihn finden willst, suchst du vielleicht besser in dem Turm der Blauröcke. Ich zeige dir, wo es ist. Folge mir. Folge Ranapiri zum Turm. Ja, mach ich. Schade, dass nicht alle Warzenschweine der Schwertküste jetzt hier unseren Weg kreuzen. Das würde mir gefallen. Ja, Warzenschwein-Trauma. Es wächst. Da hinten ist, glaube ich, eine Würgeranke. Folge mir. Ganz hinten sehe ich die Dächer von Puerto Isabella. Dieser Weg Richtung Nordwesten führt hinauf zu dem Turm. Du kannst von hier aus eine ihrer Wachen sehen. Vielleicht sind die Tivas mit dir und du kannst Tahana zurückbringen. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke für die Hilfe. Ich werde zurück ins Dorf gehen. Pass auf dich auf, Gucho. Speichern. Das lief ja ganz erfreulich, gemeinsam mit Ranapiri hier ein bisschen durch die Insel zu ziehen. Nein, das ist ja keine Insel, über die Schwertküste, durch die Schwertküste. Ach, ihr wisst, was ich meine. Da oben ist wahrscheinlich der Turm. Und er läuft einen anderen Weg zurück, als er mit mir gekommen ist. Was ist, wenn er jetzt an irgendwelchen Viechern vorbeiläuft? Hm. Ich folge ihm mal. Nicht, dass er mir hier jetzt die Ruhmpunkte wegnimmt. Karte, wo bin ich überhaupt? Ja, er wird wahrscheinlich da vorne links abbiegen. Der gute Ranapiri. Ach komm, renn mal wieder. Was ist da hinten? Da ist ein Goldklee und eine ghoulig aussehende Höhle. Da hinten ist Puerto Isabella. Das da unten müsste das Tal sein, in dem ich den Jaguar-Schatz gefunden habe. Und hier bin ich in eine Rotte Warzenschweine geraten. Oh, doch nicht Ranapiri treffen. Jawohl. Ah, ich hab's kommen sehen. Ich habe es kommen sehen und ich kann es nicht verhindern. Weg, weg, weg. Oh, Warzenschweine, das ist das allerletzte. Oh. Das nimmt er mir zum Glück nicht krumm. Ja, du bist auch gleich tot. Ach, er regeneriert sich, gut. Ich glaube, ich habe nicht den Ruhm von allen Warzenschweinen bekommen, aber das ist mir egal. Das sind Warzenschweine, hey. Die schlimmsten kleinen Heldtöter, die es gibt, hier auf der Schwertküste, an der Schwertküste, ach, wie auch immer. Schwarzer Oleander, Schädelblüte.
Und da hinten habe ich irgendwas Affiges gesehen, richtig? Ich folge ihm mal weiter. Das war ich. Krallende Zähne. Ranapiri, lauf weiter. Wo gehst du jetzt hin? Du gehst über den Weg drüber. Ja, das ist sinnvoll. Wo bist du? Da bist du. Er geht garantiert da schräg hoch. Aber bin ich da mit ihm nicht gewesen? Was ist denn das da hinten? Ein Affe. Okay. Zwei Krallenaffen weniger, zwei Krallen und zwei Zähne mehr. Zweimal Proviant futtern und Ranapiri ist da hinten. Wo ist Ranapiri? Er ist weg. Karte. Er müsste da hochgelaufen sein. Würgeranke. Wieso haben die Vögel dich in Ruhe gelassen? Ranapiri. Ich habe doch nur die paar Affen bekämpft und jetzt habe ich dich verloren. Das gibt's doch gar nicht. Schwarze Oleander. Er ist wirklich weg. Ich habe ihn verloren. Karte. Ja, mehr oder weniger geradeaus weiter wäre der kürzeste Weg zurück zum Dorf, der Shaganumbi. Ich nehme an, dass er den Weg gelaufen ist. Aber ich müsste ihn doch allmählich einholen, oder? Der ist anders gelaufen. Der ist irgendwie anders gelaufen. Und ich habe keine Ahnung, wie. Weg. Kralle und Zahn. Ach, wenn er jetzt in irgendwelche Kämpfe gerät, was dann? Oder kämpft er nur mit Viechern, wenn ich in der Nähe bin? Ah, der ist die Stelle mit dem Jaguar. Ah, zu spät. Mist, 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 Mist. Held, warum kannst du nicht schießen? Ich kann nicht schießen. Rum, rum. Keine Ahnung, was los ist. Ich kann gerade nicht schießen. Schießen, 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 schießen. Ja, genau sowas wollte ich eigentlich gerne vermeiden. Mann, hat der mich weit kommen sehen. Ja, der hat gesessen. Wow. Jaguarfell, gut. Keine Ahnung, woran Apiri ist. Hier hinten war die Stelle mit den zwei Jaguaren. Nee, gar nicht wahr. Ich hab mich verlaufen. Wo war denn diese Stelle? Da, da war es so dunstig. Und da ist auch eine Kiste. Wenn zwei Jaguare eine Kiste bewachen, dann erwarte ich jetzt aber einiges. Ja, ich erwarte eine Truhe, die ich nicht knacken kann. Ah, aber einmal Scharfblick. Okay, die kommt auf die Liste. Wo ist das? Da. Okay. Und ich mache mir trotzdem Sorgen um Ranapiri. So ein bisschen. Und Sorgen um meine Ruhmpunkte vor allen Dingen. Ich laufe mal ins Dorf der Shaganumbi zurück und schau mal, ob der wieder da ist. Ich muss ja eigentlich nur jetzt hier rechts lang und dann sehe ich das Dorf ja schon fast. Ah. Hoffentlich ist der schon wieder da. Mal gucken. Ich nehme noch Wetten entgegen. Ist Ranapiri schon wieder da oder nicht? Ich tippe darauf, dass er schon wieder da ist. Ja. Alles gut?
Alles gut. Gut, ja, prima. Jetzt habe ich trotzdem wieder leider keinen Waffengefährten, mit dem ich losziehen kann. Es wird auch allmählich wieder Abend. Ich sollte zu dem Turm laufen. Das ist ja hier der Turm. Dann gehe ich mal nach Puerto Isabella. Wobei das eine blöde Idee war, es ist ja noch dunkler. Aber trotzdem, geh mal rauf. Ganz oben an der Garnison, da an dem Protektor vorbei. Und dann schaue ich mir mal den Turm genauer an. Vielleicht kann ich ja des Nächtens Tahana zur Flucht verhelfen, irgendwie. Wobei er dann im Dunkeln... Oh, da oben ist eine Blutwurzel. Wobei er dann im Dunkeln quer über die Insel... Ach, es ist keine Insel. Quer über die Schwertküste zurück muss ins Eingeborenendorf. Ich weiß nicht, warum ich immer glaube, dass es eine Insel wäre. Ja, weil Faranga eine Insel war und Agarigo war auch. So, hier, komm. Ich muss Menturo finden. Ehrlich? Oh Mann, da hast du ja ein schönes Stück Weg vor dir. Er soll sich beim großen Tempel rumtreiben. Und den musst du erstmal finden. Wenn du dich nicht komplett verlaufen willst, gehst du zu Torres. Geh hier raus und folge dem Weg, bis du zur Kreuzung kommst. Wenn du dann noch ein Stück weiter geradeaus gehst, kommst du zum Turm. Da findest du Torres. Der kann dir mehr sagen. Und bleib auf dem Weg, sonst bist du ganz schnell Futter für die Würmer. Ja. Danke für deine Zuversicht. Hier ist die Blutwurzel, die ich von unten gesehen habe. Und die Kiste wird noch eingesackt. Nein, nicht eingesackt. Geplündert wird die. Ich finde einmal Proviant und 8 Goldstücke. Naja. Was erwarte ich auch von der offenen Kiste? Und hier vorne ist einmal schwarzer Oleander. Und da vorne ist ein Affe. Und irgendwie habe ich gerade Bedenken, im Dunkeln das alles zu machen. Deswegen Goldfleb pflücken. Das Äffchen hier noch zur Raison bringen. So. Kralle und Zahn. Und jetzt gehe ich doch wieder zurück nach Puerto Isabella unten hin. Verkaufe noch ein bisschen Ramsch bei Sophia und lege mich dann erstmal aufs Ohr. Lass uns handeln. So, ich verkaufe dir die Beute der letzten Touren. Das wäre... Totenkopfring. Brauche ich sowas? Ah, ich behalte es mal. Was verkaufe ich dir dann? Ich habe ja gar nichts. Doch, ich habe 18 Warzenschweinfälle. Gut, 18 Hauer. 27 Krallen. 3 Jaguarfälle. 23 Zähne. 6 Sicheln. Ein Smaragd kannst du auch kriegen. Und eine Perle. Und eine Schale, einen Goldpokal, noch eine Schale, eine Karaffe und ein Idol. Goldbrocken, Jadesteine. Ja, das behalte ich mal alles. Knappe 5000, das ist richtig viel. Achso, dann kaufe ich mir mal wieder ein bisschen Rum. Und ihr Rum füllt sich auf, das ist gut zu wissen. Dann kaufe ich mir mal... Ja, komm, alle 6 Rum. Fertig. Ende. Fleischbraten. Ach, es legt sich gerade jemand ins Bett. Oh Mann. 3x roher Fisch. 8x rohes Fleisch. 6x rohes Geflügel. Und dann werde ich mich in der Garnison aufs Ohr hauen. Mit dem Helden. Denn es gibt hier in Puerto Isabella nachts gerade nichts zu tun. Ich habe ja keine Steigerung in Silberzunge beziehungsweise in Gerissenheit, also Schlossknacken. Diebeskunst. Deswegen kann ich auch gerade nicht sinnvoll weitermachen. Also, gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Guten Morgen, lieber Held. Ich habe einiges vor mit dir. Jetzt geht's nämlich zum Türmchen.
Und da ist ja angeblich Tahana gefangen. Der Shaganumbi. Den ich im Auftrag von Chani, der Tochter des Häuptlings, befreien soll. Und mit Ranapiri gemeinsam habe ich schon einige Viecher aus dem Weg geräumt. Aber es bleibt gefährlich. Ein einzelnes Warzenschwein, naja, sagen wir mal zwei. Zwei Warzenschweine reichen und der Held stirbt einen sicheren Tod. Aber ein Krallenaffe alleine reicht nicht. Nee. Komm. Ja, komm. Oh. Nee, ein Krallenaffe reicht nicht. Kralle und Zähne? Was ist das hier? Das ist ein Baum an einem Berg. Bin ich überhaupt richtig, Karte? Ja, bin ich. Ich muss davon an der Kreuzung mehr oder weniger rechts da den Weg hoch. Und dann muss ich mal überlegen, ob ich Tanaha, wenn der da oben ist, befreien kann, ohne es mir bei der Inquisition zu verscherzen. Na, mal schauen. Wer bist denn du? Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Was machst du hier? Ich bewach den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Was sind das für Zeichen? Die Speer der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Toll. Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit mit dem Fleischpaket. Ja, es wird schon schlecht, das weiß ich. Molukkengötze erhalten, Tauschgeschäft. Hier ist ein schwarzer Oleander. Das ist sein Lager. Er schläft nur noch frei im Himmel. Gibt's hier keine Moskitos oder sowas? Und er meinte, weiter oben ist ein Turm. Und sie wollen den armen Tahana dann zur Arbeit zwingen. Das finde ich nicht gut. Tja, was tun? Inquisitionsturm gefunden. Ach, ist das wieder so ein... Ja, das ist wieder so ein Schnellreisepunkt. Verstehe. Okay. Also diese Quest mit dem Ort XYZ gefunden, die kommt immer dann, wenn man so einen Schnellreisepunkt findet. Ist so meine Theorie. Ja... Da ist der Turm. Ziemlich hoch. Da ist... Was ist denn das hier? Hier krümelt's. Hier ist eine Schädelblüte. Nicht zu übersehen. Es krümelt hier runter. Das ist komisch. Da ist schon wieder. Ich finde einen Proviant und 10 Gold. Was habe ich hier oben auf dieser Palisade? Da habe ich einmal Pulvermohn. Und ansonsten gar nichts. Unten sind noch ein paar Fässer.
Ja, das ist aber alles nur Kulisse. Komme ich hier dran vorbei? Falls ja, bringt mir das irgendwas? Außer Scherereien und Arbeit? Nö. Eieieiei, da falle ich lieber nicht runter. Und suche lieber wieder einen Weg zurück. Oh, hier geht's noch weiter hoch. Steht hier oben was? Ein Kraut. So eine Maki-Beere wäre doch eine schöne Belohnung für diese Klettertour. Aber nix. Eieiei, Vorsicht. Tja, wenn der Held auch noch Levitation könnte. Oh, da unten, da rechts vom Turm, da ist irgend so ein Regal und darauf liegt ein Buch. Das ist vielleicht wieder einer dieser Geschichten über einen legendären Gegenstand. Na, schaue ich mal nach. Was ist das hier? Ein Stein? Der ist auffällig, aber bedeutungslos. Hier. Was bist denn du? Frühe Schlachten. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Die Kanonenkugel, ein legendärer Gegenstand für die Sammlung des kleinen Helden, wenn ich sie irgendwann mal finde. Die Kanonenkugel, also nicht die Sammlung, die habe ich ja schon. Ich habe bisher drei legendäre Gegenstände. Und das hier ist der legendäre Turm mit dem legendären Tahana. Stimmt's? Ob Tahana legendär ist, weiß ich nicht. Jedenfalls war schon oft die Rede von ihm. Und die Rede mit ihm kommt dann im nächsten Teil. Bis dahin.